Hallo Leute, nicht, dass ihr euch wundert, heute sollte ja eigentlich mein Komplett-Review zu Dishonored 2 kommen. Das kommt heute nicht und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Es gab ja Performance-Probleme bei einigen Spielern, bei vielen Spielern, sowohl im Bereich Maus als auch grafischer Performance. Und Bethesda haben jetzt den ersten Beta-Patch rausgebracht, der all diese ganzen Probleme lösen soll. Das Problem ist, es ist immer noch ein Beta-Patch. Und ich halte deswegen das Video-Review komplett erstmal zurück, weil ich erstmal die finale Version des Patches testen will, weil es sonst nicht wirklich fair wäre. So haben wir am Ende das volle Spiel in der perfekten Performance, so wie es sein soll. Deswegen kommt es heute nicht. Aber keine Angst, natürlich gibt es trotzdem Content. Half-Life 1. Der Klassiker ist neu gemacht worden von Fans. Der Name ist Black Mesa, das ist im Moment im Early Access auf Steam und auch schon relativ weit. Ich spiele das jetzt schon ein paar Tage und ich muss sagen, es ist das alte, gute Half-Life-Feeling. Deswegen gibt es dazu kommentierte Let's Plays, um euch zu zeigen, ob sich das Half-Life 1 Remake von Fans lohnt, was sich geändert hat, denn es hat sich einiges geändert. Es ist Physik zum Beispiel drin, was man früher im Original Half-Life natürlich nicht hatte, sondern erst seit Half-Life 2. Und ja, dazu gibt es einiges und deswegen kommt heute eben kein Dishonored 2 Video Review. Das kommt nächste Woche, sobald der Patch endgültig da ist und wir die finale Version von Dishonored 2 testen können und wir wirklich davon ausgehen können, dass sich nichts mehr verbessern wird. Das kommt dann nochmal. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Half-Life Remake Black Mesa. Ganz kurz dazu noch einmal als Info. Das Intro, also die Fahrt bis hin zum Labor, ist sehr, sehr lang in Black Mesa, in dem Remake. Aber das ist sehr, sehr spannend für diejenigen unter euch, die Half-Life vielleicht schon mal gespielt haben. Sehr, sehr viele kleine Aspekte aus dem Spiel kommen hier schon vor. Ich sag nur G-Man. Und andere ganz kleine Sachen, die ich jetzt nicht verraten will, weil ich dann spoilern würde. Deswegen habe ich komplett, obwohl das Ding 10 Minuten lang ist, die komplette Fahrt mit aufgenommen und werde die auch nicht groß kommentieren, sondern führe ein bisschen die Kamera, damit ihr seht, was das Ganze so gut macht. Wichtig ist wirklich hier dabei zu sagen, dass diejenigen unter euch, die sich keine 10 Minuten Intro angucken wollen, für die packe ich unten einen Videolink, eine Sprungmarke, bis es dann sozusagen wirklich losgeht im Spiel. Nur damit ihr nicht denkt, dass ihr euch das ganze Intro angucken müsst oder groß spulen müsst. Ich packe eine Sprungmarke mit dazu und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Bis dann. Wie gesagt, werde ich nicht die Bahnfahrt bis zum Labor kommentieren. Die ist sehr lang, sehr spannend. Ich habe nur die Ladebildschirme rausgeschnitten, damit ihr da nicht warten müsst. Das Spiel ist noch nicht endgültig optimiert, ist im Early Access und aus dem Fanprojekt und deswegen gibt es einige extrem lange Ladesequenzen, die ich rausgeschnitten habe. Und jetzt erstmal viel Spaß! Welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. This train is inbound from Level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C,
You will need to return to the central transit hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. A reminder that the Black Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness. Have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. Reminder to all Black Mesa personnel, regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe,
work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a very safe and productive day. So, endlich angekommen. Die Fahrt ist zwar ziemlich lang, besonders hier in Black Mesa. Länger, als wir das sonst kennen aus dem Original Half-Life. Aber ich fand das sehr, sehr spannend. Ihr habt bestimmt gesehen, der G-Man ist da. Viele kleine Aspekte, die ihr später im Spiel noch erleben dürft, seht ihr schon mal. Ich fand das sehr, 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 sehr witzig. Half-Life war ja auch der erste Titel, der nicht endlose Videoeinspielung gemacht hat und die ganze Vorgeschichte so ein bisschen in der Engine erzählt hat. Oh man, you cut the ponytail. Pff, warum brauche ich denn Pferdeschwanz, Junge? Ganz ruhig, ich bin kein Sellout. Anyway, wollen wir mal schauen, wie sich das hier so alles, wie das alles aussieht im Neuen. Oh. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Gordo, Doctor, you're on hey, sundial, and we need you on stopwatch. Up to it. Wie gesagt, Half-Life war das erste, war der erste Shooter, der es geschafft hat, die ganze Vorgeschichte, die ziemlich lang ist, in-game mit der Engine zu erzählen. Und das war schon was echt Neues und sehr, sehr spannend. Hard to find good help these days. Yes, about that. We're going to need you to come in. Die kleinen Nebengeschichten von den ganzen Leuten sind auch immer ganz lustig. Ja, da geht es um Steuern. Auf jeden Fall viel mehr Details als im Original Half-Life. Aber vielleicht guckt man da jetzt auch anders drauf, wenn man das schon mal gespielt hat und sich darauf gefreut hat, dass es jetzt eine neue Version gibt. Die Küche hier zum Beispiel kenne ich noch nicht. Wer ist das? Kenne ich nicht. Ach, das ist immer noch nicht so detailliert, dass man es lesen kann. Das wäre vielleicht ganz lustig gewesen. Jetzt muss ich mir jetzt mal meinen Anzug holen. Der ist irgendwo hier. War hier nicht eine... Hier war früher eine Batterie in diesem Raum. First Aid. Ah, da sind sie. Die coolen Anzüge, beziehungsweise meiner. Der ikonische Superanzug. Mal sehen, wie der aussieht. Ah, ganz geil mit... Ja, bootet ab. Alles von 10 natürlich. Das ist schon sehr viel detaillierter. Ah, warte mal, Energie. Das hätte jetzt ja nicht so viel gebracht, aber geht ein bisschen was. So überlebe ich vielleicht das, was gleich kommt. Dann wollen wir mal. So. Alles doch schon bekannt, aber sieht auf jeden Fall natürlich besser aus. Das ist klar, ist jetzt nicht der super Mod oder so, sondern die haben ja wirklich versucht, einigermaßen das Originalspiel durchzu
durchzudesignen, ein bisschen mit neuerer Technik auszustatten. Ich frage mich eigentlich, ob sie wirklich auch was geändert haben, also was storymäßig sich geändert hat. Ich weiß natürlich, was passiert, aber wir lassen uns mal überraschen, ob sie das geändert haben. So. Did you catch that last fluctuation? It's nothing to worry about. Oh, das ist ja ganz schick gemacht. Mal was Neues. Photonic energy to ensure resonance control. Ist auch so geil, dass die ganze Zeit alle Wissenschaftler darüber reden, dass man es eigentlich nicht so machen sollte. Aber das passt schon irgendwie. Naja, wir wissen ja, was passiert. What's up, Doc? So, Hauptraum. Hier sind aber irgendwie mehr Leute. Aber nee, die wollen trotzdem nicht mit mir reden. Hallo. Hallo. Ah, Physik. Juhu. Hab schon gehört, dass die ganzen Rätsel auch jetzt mehr mit Physik, also mit physikalischen Objekten, werfen, zur Seite packen und so weiter zu tun haben. Ach, jetzt kommt das Briefing. Nice of you to finally join us, Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. Mm. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Wie ich schon gesagt habe, es war echt was Neues, mal alles im Spiel erklärt zu bekommen, die ganze Vorgeschichte in der Engine zu erzählen, das war echt was Neues. Und die Vorgeschichte ist ja auch ziemlich lang und ziemlich spannend für diejenigen unter uns, die das auch schon ein paar Mal erlebt haben, immer noch sehr, sehr spannend. Gordon, good morning. I'm glad you're here. These last minute changes. They're a bit strange to just... Oh! It's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Half-Life war auch der erste Shooter, wo man die gesamte Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erfahren konnte. Also es gab ja Add-ons, erst Blue Shift, da hat man aus der Sicht des Barney, des einen Sicherheitsmanns, die ganze Geschichte nochmal erlebt. Da gab es noch Operation Black Mesa oder sowas. Da war man dann Marine. Und ist sozusagen eingedrungen in diesen Komplex, um die Wissenschaftler zu retten. Nee, Operation hieß es nicht, das hieß Opposing Force, genau, Opposing Force. Genau. Operation Black Mesa war sozusagen die Source-Version von Opposing Force, ja. As long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Ja klar, wird schon alles gut gehen. Naja, mal sehen, wie die Test Chamber aussieht. Die war ja schon beeindruckend. Ach ja, okay, Laser ist noch nicht an.
Muss ich mal suchen, wo ich den jetzt anmache oder ob die das machen. Ich glaube, der war früher an, von vornherein. So ist es noch nicht so wirklich beeindruckend. Testing. Testing. Everything seems to be in order. Oh, right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered. Na super, dann können wir es jetzt ja mal anmachen. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Jetzt geht's los. Very good. We'll take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Okay, das sieht schon richtig geil aus. Das ist zwar immer noch in dem Flair und Stil und auch mit Atmosphäre vom Original Half-Life, aber das ist natürlich allein schon von den Glanzeffekten schon eine ganz andere Sache. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable balance again. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Wenn man weiß, was kommt, würde man das eigentlich gar nicht machen, aber wir wollen ja, dass das Spiel weitergeht. Also zerstören wir einfach mal fast die ganze Welt. Let's go! It's the free man.